Die Salzbergbahn in Hallstatt ist eine Standseilbahn aus den 80er Jahren. In circa 2 Minuten bringt sie die Bahn sie ins Hochtal. Sie überwindet einen Höhenunterschied von knapp 350 Metern. 28 Personen finden darin Platz, das ist eine Förderleistung von 500 Personen in der Stunde. Die Talstation liegt auf 513 Meter. Die Bergstation im Hochtal liegt auf 838 Meter. Der Rudolfsturm am Eingang des Hallstätter Hochtals geht in seiner Kernsubstanz auf einen mittelalterlichen Wehrturm aus dem Ende des 13. Jahrhunderts zurück. Von dieser Zeit bis 1954 wurde der Turm als Wohnung des jeweiligen Bergbaubetriebsleiters permanent genutzt. Im oberen Stockwerk des Rudolfsturms befindet sich ein kleines Museum über Johann Georg Ramsauer, dem Entdecker des Hallstätter Gräberfeldes. Johann Georg Ramsauer war ein Bergwerksbeamter aus Hallstatt. Er entdeckte 1846 das eisenzeitliche Gräberfeld in Hallstatt und führte dort erste Ausgrabungen durch. Der 1795 in Hallstatt geborene Ramsauer trat mit 13 Jahren als Manipulationszögling in den Dienst des Salzbergbaus und stieg rasch auf. Schon mit 36 Jahren wurde er Bergmeister in Hallstatt. Im November 1846 glückte ihm schließlich durch Öffnung einer Schottergrube die Aufdeckung eines unbekannten Leichenfeldes. Ramsauers besonderes Verdienst ist die akribische Dokumentation der Funde, zusammen mit dem Bergmann Isidor Engel, der Skizzen anfertigte. In den folgenden 17 Jahren wurden 980 Gräber geöffnet und über 19.497 Objekte geborgen. Ramsauer war insgesamt 3-mal verheiratet und war Vater von 22 Kindern. Am 5. November 1863 trat er den beruflichen Ruhestand und zog nach Linz, wo er auch 1874 verstarb. Wenn man die imposante Aussichtsplattform mit dem klingenden Namen Hallstatt Skywalk betritt und sich zum 12 Meter entfernten spitz zulaufenden Ende vorwagt, geht man tatsächlich ein Stück weit in den Himmel. Und zwar exakt 360 Meter über die Dächer von Hallstatt. Der Blick auf Hallstatt ist atemberaubend schön. Die Aussichtsbrücke überspannt das Hochtal von der Salzbergbahn bis hin zum Rudolfsturm. Von der Brücke hat man einen schönen Ausblick über den Hallstätter See. Das Restaurant im Rudolfsturm ist einen Besuch wert. Hier kann man nicht nur die deftige, typisch österreichische Küche genießen, sondern auch auf der großen Terrasse den herrlichen Panoramablick über den südlichen Teil des Hallstätter Sees genießen.
Unser Spaziergang im Hochtal beginnt beim Johann-Georg-Ramsauer-Denkmal. Das Bronzerelief wurde von Professor Georg Zauner 1981 geschaffen. Das Hallstätter Hochtal bestimmt seit mehr als 7000 Jahren durch die lebensnotwendige Bedeutung des Salzes über Schicksale, Entbehrungen und Errungenschaften der Menschen in dieser Region. Hier findet man auf Schritt und Tritt Geschichten von den dunklen Tagen und der strahlenden Kraft des weißen Goldes. Es gibt wohl nur wenige Orte auf der Welt, die ein derartiges Gefühl für historische Dimensionen vermitteln, wie dieses kleine Hochtal, nach welchem sogar eine ganze Epoche der Menschheit benannt wurde. Von der Bergstation der Standseilbahn führt ein Weg zur Grubeneinfahrt des Salzbergwerkes, das man in 20 Minuten erreicht. Die ersten Hinweistafeln und ein schlichtes, von Professor Clemens Holzmeister geschaffenes Denkmal erinnern an die Hallstattzeit und an die 2000 Gräber des Gräberfeldes, das 1846 von Bergmeister Johann Ramsauer entdeckt wurde und einer ganzen Epoche den Namen Hallstattzeit verlieh. Das Gräberfeld Hallstatts ist eine der bedeutendsten Begräbnisstätten der alten Welt. In der ersten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends wurden hier gut 2000 Menschen bestattet. Der Reichtum ihrer Beigaben veranlasste den schwedischen Archäologen Hans Hildebrand 1874 auf einen internationalen Kongress in Stockholm, diesen Fundort zur Charakterisierung der älteren Eisenzeit Mitteleuropas heranzuziehen. Seit damals ist Hallstattkultur ein fest umrissener Begriff der prähistorischen Forschung geworden. Man versteht darunter die materielle Kultur im Umfeld der Alpen vom 8. bis zum 5. Jahrhundert vor Christus. Nach dem Besuch des Schaugrabes wandert man bei einem Gedenkbrunnen vorbei und kommt zur Barbara-Kapelle. Die heilige Barbara wird auch noch heute von den Bergleuten hochgeschätzt und verehrt. Sie ist die Schutzpatronin der Bergleute und lebte in Nikodemien in der Türkei. Ihr Vater wollte sie von Christentum abbringen und sperrte sie in einen finsteren Turm, wo er sie streng bewachen ließ. Bei Ausgrabungen in den 40er Jahren hat man interessante Bauwerke gefunden. Bei den Holzkonstruktionen hat man sehr viele Tierknochen gefunden. Die meisten Knochen waren Schweineknochen. Die Schweine wurden auf dem Berg mit Salz konserviert. In die Suhrbecken füllten die Menschen damals große Mengen Salz, um das Schweinefleisch darin zu pökeln.
Anschließend räucherten sie das gesalzene Schweinefleisch und hängten es zur Lagerung in das Salzbergwerk. "1995 richtete die prähistorische Abteilung eine Außenstelle des Naturhistorischen Museums in Hallstatt auf dem Salzberg ein. Seit 2002 ist diese Außenstelle in der alten Bergschmiede im Hochtal untergebracht. Zum Schluss besichtigen wir noch eine bronzezeitliche Hütte. Im zweiten Teil Hallstatt im Hallstätter Hochtal erwartet eine 7000-jährige Geschichte. Tauchen wir in das Salzbergwerk ein, rutschen die Bergmannsrutschen hinunter, befassen uns mit der Technik des Salzabbaus und bestaunen die älteste Holzstiege in Europa. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.